Damit herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf Sams Fußball Channel. Ich bin's, euer Sam, und es ist beim Titel heute die nächste Folge von Sams Fragerunde. Heute mal in anderer Kulisse. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich hatte keinen Bock, das Setup jetzt komplett umzubauen. Von daher, ich denke, das funktioniert so. Ich habe die nächsten Fragen für euch mir ausgedacht und wie immer könnt ihr euch Fragen ausdenken und die in die Kommentare schreiben. Wenn ihr fußballspezifische Fragen habt, dann schreibt die gerne rein und ich mache dann für die nächste Folge ein Video. Aber ich denke, wir starten jetzt direkt mit dem Video und zwar mit der ersten Frage. Die seht ihr wie immer hier irgendwo eingeblendet und zwar: Nenne die nächsten Vereine folgender Trainer. Fand ich eine sehr interessante Frage. Und zwar haben wir da gesamt 5 Trainer, die ich mir mal überlegt habe. Und zwar haben wir als ersten Trainer Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann, zuletzt Trainer von Bayern München. Nächster Verein für Nagelsmann, ich sage Borussia Dortmund. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Nagelsmann zu der neuen Saison, die EM steht ja jetzt bald an, zur neuen Saison zu Borussia Dortmund wechselt. Von daher sage ich Nagelsmann zu Dortmund. Jose Mourinho, sehr interessant. Da sage ich, das fand ich sehr interessant, ich glaube nicht, dass Enrique sich lange hält, sage ich PSG. Ich kann mir Mourinho bei PSG sehr gut vorstellen. Mourinho war noch nie in Frankreich, von daher fände ich eigentlich mal ganz interessant. Zinedine Zidane, sage ich Frankreich. Ich kann mir da nicht wirklich was anderes vorstellen, außer die französische Nationalmannschaft. Der hat jetzt schon lange nichts mehr gemacht, von daher, er hat ja auch, glaube ich, selber gesagt, dass er irgendwann die Nationalmannschaft trainieren möchte. Von daher, Zidane, sage ich Frankreich. Oliver Glasner, wo könnte es den hinziehen? Ich sage irgendwas in der Premier League, keine Ahnung, West Ham oder Crystal Palace, irgendwie sowas, sage ich einfach mal. In England könnte ich mir Glasner eigentlich ganz gut vorstellen. Jogi Löw, sehr interessant. Ich glaube, der war letztens irgendwo in Amerika oder in Saudi-Arabien im Gespräch. Von daher sage ich, Jogi Löw zieht es nach in die USA mit Jürgen Klinsmann, war ja, glaube ich, im Gespräch, keine Ahnung, irgendwo nach Amerika. Ich kenne die ganzen Vereine da nicht. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, kann Barcelona wieder die Champions League gewinnen? Barcelona spielt jetzt in den nächsten Wochen, wenn ihr das Video seht, im Februar spielen sie das Achtelfinale der Champions League gegen den SSC Neapel. Wer meine Champions League Prediction gesehen hat, beziehungsweise meine Champions League Tipps, der hat gesehen, beziehungsweise da habe ich gesagt, dass Barcelona gegen Neapel weiterkommt. Dabei bleibe ich Stand jetzt auch. Ich bleibe aber auch dabei, dass Barcelona wahrscheinlich nicht die Champions League gewinnt. Zumindest jetzt noch nicht in diesem Jahr. Da gibt es einfach stärkere Teams, da gibt es bessere Teams. Vielleicht irre ich mich jetzt hier auch mit dem Case komplett. Aber Barcelona wird in den nächsten Jahren zumindest nicht die Champions League gewinnen. Es wird noch einige Zeit dauern und ich habe das mal umgerechnet. Und zwar, wenn sie bis 2025 nicht die Champions League gewinnen sollten, Barcelona, dann sind es sogar schon 10 Jahre, die Barca nicht die Champions League gewonnen hat. Und das ist natürlich schon eine extrem lange Zeit. Kann Barcelona wieder die Champions League gewinnen? Ja, in Zukunft irgendwann, aber das liegt noch weit in der Ferne. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Beziehungsweise der Trainer sehr oft im Gespräch war. Und zwar, muss Edin Terzic gehen? Sehr interessante Frage. Man hat jetzt mit Sven Bender und Nuri Sahin 2 weitere Co-Trainer in die Reihen des BVB geholt. Und Nuri Sahin zum Beispiel war ja auch Cheftrainer schon bei, ich weiß nicht, Antalyaspor oder so. Auf jeden Fall in der türkischen Liga. Und hat da eigentlich auch ganz gute Arbeit geleistet. Ich kann mir vorstellen, dass Nuri Sahin früher oder später, vielleicht sogar schon zur neuen Saison, dann neuer Cheftrainer von Dortmund wird. Ich kann mir das irgendwie sehr gut vorstellen. Muss Edin Terzic gehen? Meiner Meinung nach ja.
Er hat jetzt genug Zeit gehabt, er hat genug Geld zur Verfügung gehabt, glaube ich zumindest. Er hat immer wieder gute Spieler gehabt, die er nicht weiterentwickelt hat. Er hat einen tollen Kader gehabt die letzten Jahre. Er hat die Meisterschaft nicht geholt in einem Jahr, wo man die Meisterschaft holen muss, weil Bayern eben so geschwächelt hat. Und ja, deswegen muss Edin Terzic meiner Meinung nach den BVB verlassen. Es gibt unter anderem Gespräche, wie gesagt, Nagelsmann, ob er vielleicht dann übernimmt. Wie gesagt, auch Nuri Sahin war ja schon im Gespräch, der möglicherweise dann übernehmen könnte. Von daher, ja, Edin Terzic muss langsam aber sicher den BVB verlassen. Klopp kann bzw. hat in gewissen Maßen schon einen Legendenstatus in Liverpool aufgebaut. Er hat seit knapp 30 Jahren, glaube ich, wieder die Premier League gewonnen. Dieses Jahr sieht es ja auch sehr, sehr gut aus. Er ist der einzige Trainer mit, ich glaube, in den 70ern, 80ern hat Liverpool ja, glaube ich, mal die Champions League gewonnen. Und Benitez ist der einzige Liverpool-Trainer, der die Champions League gewinnen konnte. Und das war auch schon sehr viele Jahre her, 2019. Und er hat Liverpool wieder zu einem absoluten Top-Team, zu einem absolut gefährlichen und zu einem absoluten Weltklasse-Team geformt. Er hat sie mehrfach umgebaut, wie zum Beispiel auch in diesem Jahr wieder, hat er sie wieder stabilisiert, hat er sie wieder umgebaut und zu einem wieder sehr, sehr starken Team geformt. Er ist jetzt noch nicht so ganz so lange wie Ferguson bei Liverpool. Er ist seit 2016, ist er glaube ich da. Das heißt jetzt seit, kurz rechnen, seit fast 8 Jahren. Das ist schon eine ganz schön krasse und auch lange Zeit. Aber Ferguson war ja noch deutlich länger bei Manchester United. Der war ja knapp 20 bis 30 Jahre war der bei Man U. Von daher, ich glaube, Klopp wird noch einige Jahre bei Liverpool bleiben. Und meiner Meinung nach hat er auch schon einen ähnlichen Legendenstatus wie Ferguson bei Manchester United. Bekannter Fußballer. Das heißt, verschiedene Fußballer, wo ich sagen würde, die haben gute bzw. starke Attribute. Und ja, da gehen wir jetzt einmal drauf ein. Und zwar rechter Fuß. Habe ich mir immer noch nicht überlegt, weil ich die Frage so schwer fand, wer denn einen krassen rechten Fuß hat. Und da gehe ich jetzt einfach mit, keine Ahnung, wer hatte denn einen krassen rechten Fuß. Ich kann die Frage immer noch nicht so ganz beantworten. Von daher gehe ich da jetzt einfach mit Rechtsfuß. Wer hatte einen krassen rechten Fuß? Gehe ich einfach mit Kevin De Bruyne, der fällt mir gerade ganz spontan ein. De Bruyne hat einen krassen rechten Fuß. Ich habe jetzt hier, blende ich euch immer mal wieder ein paar Bilder ein. De Bruyne, krasser rechter Fuß, seine Flanken, seine Schüsse sind unglaublich. Linker Fuß, kann man nichts anderes sagen, meiner Meinung nach, als Lionel Messi. Lionel Messi, wer die Schüsse, wer die Flanken, wer die Pässe von Messi, seinem linken Fuß kennt, der weiß, was der kann. Schusstechnik, generell Schusstechnik, habe ich mir überlegt, Cristiano Ronaldo. Ronaldo hat eine unfassbare Schusstechnik. Wer seine Knuckelbälle kennt, seine Flugkurven, seine Schüsse aus der Distanz, seine Elfmeter, seine Schüsse im 16er, der weiß, Ronaldo, Cristiano Ronaldo hat eine unfassbar starke Schusstechnik. Als nächstes haben wir Passspiel und da musste ich auch lange überlegen, denn es gab sehr viele krasse Leute, was das Passspiel anging. Und zwar habe ich mich da entschieden für Xabi Alonso. Xabi Alonso hatte ein unfassbar starkes Passspiel. Der konnte lange Pässe spielen, der konnte kurze Pässe spielen, der konnte Freistöße, der konnte Ecken, der konnte Flanken. Also Alonso konnte alles, der war unfassbar stark. Dann haben wir Dribbling. Im Dribbling habe ich mich entschieden für Neymar Junior. Meiner Meinung nach gab es bis jetzt vielleicht noch mit Ronaldinho und auch Messi vielleicht gab es keinen besseren Spieler als Neymar. Ja, als Neymar, was das Dribbling angeht, er kann 1 gegen 1, er kann im Dribbling vorbeigehen. Also Neymar und sein Dribbling unfassbar stark.
Schnelligkeit habe ich mich entschieden für Alphonso Davies, da ich keinen Spieler kenne, der so schnell ist wie er. Gibt vielleicht noch andere, die mit ihm mithalten können, aber Davies unfassbar schnell. Spielintelligenz musste ich auch lange überlegen, weil es auch da in der Vergangenheit und auch heutzutage sehr viele Spieler gibt, die sehr intelligent auf dem Platz sich bewegen. Da habe ich mich letzten Endes entschieden für Andres Iniesta. Seine Pässe, seine Technik, seine Intelligenz auf dem Platz. Er wurde ja nicht ohne Grund das Gehirn von Barcelonas Spiel genannt. Iniesta. Dann Zweikampfstärke, auch da musste ich ein bisschen überlegen, habe mich letzten Endes entschieden für Paolo Maldini. Er war wahrscheinlich mit einer der besten Verteidiger, beziehungsweise ist bis heute wahrscheinlich einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Von daher da Maldini. Führungsqualität habe ich mich entschieden für Schweinsteiger, kann man mich vielleicht ein bisschen verhaten, aber er ist mein Idol. Allein das WM-Finale sagt, glaube ich, alles. Schweinsteiger jahrelang ein absoluter Leader auf dem Platz gewesen. Auch wenn er kein Kapitän war, aber man muss ja nicht immer Kapitän sein, um das Team anzuführen. Und als letztes Nervenstärke, da konnte ich mich irgendwie für keinen entscheiden. Von daher habe ich dann Ibrahimovic genommen. Ibra hatte eine unglaubliche Coolness vor dem Tor. Eine unglaubliche Nervenstärke. Klar ist er auch mal ein bisschen angeeckt, beziehungsweise über die Gürtellinie gegangen mit seinen Tritten und Ellbogen und hast du nicht gesehen. Aber sowas braucht man im Fußball auch. Von daher ist das eigentlich so mein ultimativer Fußballer. Schreibt eure Spieler unten gerne in die Kommentare, wen würdet ihr damit reinnehmen. Von daher machen wir jetzt zum Abschluss noch die letzte Frage. Und zwar die letzte Frage: Ist der HSV mittlerweile unaufsteigbar? Sehr interessante Frage und ich habe die Tabelle jetzt nicht ganz im Blick, aber ich glaube, HSV mittlerweile wieder abgerutscht auf Rang 3, Rang 4, wenn ich mich nicht irre. Und da fragt man sich wieder, die Rückrunde läuft jetzt schon, aber da fragt man sich wieder, ist der HSV unaufsteigbar? Schaffen sie das, irgendwann mal in die Bundesliga aufzusteigen? Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ja, der HSV ist leider mittlerweile unaufsteigbar. Wenn man sich die Szenarien aus der letzten Saison zum Beispiel anschaut, wo Darmstadt und Heidenheim aufgestiegen sind als 1 und 2, wenn man sich die Jahre mit Bremen, Schalke anschaut, da sind sie nicht aufgestiegen. Davor die Jahre sind sie auch nicht aufgestiegen. Ich meine, man muss mal bedenken, dass der HSV seit 2018 in der zweiten Bundesliga rumgurkt. Das heißt, das sind jetzt schon ja knapp 6 Jahre, in der der HSV in der zweiten Liga sich befindet. Von daher, ich sage es so hart, aber ja, der HSV ist, wenn man es so sehen will, mittlerweile auch unaufsteigbar. Mannschaften wie Bremen haben es bis dahin geschafft, wieder aufzusteigen. Mannschaften wie Stuttgart haben es immer mal wieder geschafft, aufzusteigen. Selbst Nürnberg, Darmstadt und jetzt auch Heidenheim haben es geschafft, aufzusteigen. Und aktuell, wenn man sich die Tabelle anguckt, sind der Konkurrent aus Pauli und der Konkurrent, nicht ganzer Konkurrent, aber auch die Richtung da oben im Norden, Holstein Kiel, ist auch oben. Von daher, ja, ich sage es so hart, auch wenn es viele HSV-Fans vielleicht nicht freuen wird, wenn ich es ausspreche, aber meiner Meinung nach ist der HSV mittlerweile unaufsteigbar. Von daher soll es das von dem heutigen Video gewesen sein. Das waren wieder ein paar Fragen aus der Welt des Fußballs. Wie gesagt, schreibt eure Fragen für die nächsten Folgen gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, dann beantworte ich die in den nächsten Videos. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ihr wisst Bescheid. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Fußballvideos. Auch das würde mich sehr freuen. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Sam.